Kuh habe ich schon mal. Ich versuche einfach mal mit abbrennen. Wow. Das ist uncool. Die Mine brennt. Verbrennt das erst damit? Oh, glücklicherweise nicht. Was kann ich denn machen? Was kann ich machen, dass die... Wenn, wo haben wir denn die Quest? Monstermine. Befreie die Mine von dem Monster. Da dürfte gleich wieder einer sterben. Da ist zumindest gerade einer reingegangen. Meister, drüben bei der Mine ist etwas passiert. Ja, ist schon okay, aber Frage ist eben, kann ich das nicht mit einer Kuh regeln? Ich meine, das sind ja jetzt angeblich mir. Ah, die stehen hier drin. Na klasse. Ja, wie kann ich das sonst regeln? Mit Getreide? Mit Getreide will es nicht funktionieren. Lustigerweise haben die genug Getreide, das ist echt erstaunlich. Mit was kann man... Das beschädigt die Mine nur. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, ich habe die Kühe geheilt. Aber... irgendwie brauche ich jetzt eine andere Lösung. Mal sehen, vielleicht kann meine Kreatur ja was ausrichten. Oh, die ist, die ist gerade tot. So, eine Mist sind wahrscheinlich wieder... Oh, eine Kombination aus gegnerischer Kreatur, Bogenschützen und Schwertkämpfern. Also irgendwann ist da auch mal Schluss. Ich frage mich jetzt ernsthaft. Wie kann ich das regeln? Menschen da reinwerfen oder so, ich weiß auch nicht. Bekehrter Minenarbeiter. Ich versuch's einfach, aber irgendwie glaube ich kaum, dass das irgendwas hilft. Wir gehen erstmal Korn holen und dann gehen sie in die Mine. Befreie die Mine von dem Monster. Tja. Genau das wollte ich. Was ist das? Was hat die jetzt? Oh, einen kleinen Erzbrocken. Okay. Da ist einer gerade tot rausgeflogen. Okay. Was kann ich sonst machen? Okay, ich, lade das Ganze jetzt mal. Einfach aus dem Grund, dass ich keine Ahnung habe, was ich machen könnte. Obwohl, ach nee, ja, mein anderer PC ist aus, also ansonsten hätte ich jetzt mal kurz geguckt. Monster in der Mine, BW2. Aber gut, dann eben nicht diesmal. Dann
Muss ich mir wohl eine Kuh ausleihen und den Rest heilen, damit das Ganze funktioniert. Die wollten noch ein Lagerhaus, genau. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen drehen, dann kriegen wir das auch. Genau, dahin. Frage. Das bringt natürlich wieder viel. Aber zumindest das bringt was. Vielleicht kann ich mir wieder so einen Weg zusammenschummeln. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ah, sieht nicht so gut aus. Naja, Hauptsache das Ding wird gebaut und dann ist auch gut. Schön, es geht sogar auf. Wenn ich das Tor repariere, dann dürfte die restliche Reparatur ja eigentlich kein... Die ist gerade tot. Kein Problem sein. Mal sehen. Mal sehen. Jetzt kann ich hier mir nochmal ein bisschen meinen Wald züchten. Und die den gerade so ein wenig skrupellos abhacken. Wenn ich den dann doch irgendwie brauche. Na komm schon. Wo wächst denn ein kleiner Baum? Da wachsen. Oh, Grad 4. Das ist natürlich jetzt sehr schön. Kann man jetzt mal ein wenig drüber gießen. Wenn man jetzt noch wüsste, wo der Punkt wäre, wo man den gießen kann. Nun ja. Das geht natürlich auch so. Ein wenig schneller. Oh, und diesmal kommen da recht große Bäume bei raus. 800 und es wächst immer weiter. Ja. Ah, 865, das sind die. Ah, meine Kreatur ist wieder da. Kann hier ja gerade mal das Katapult zerlegen. Das wäre sehr praktisch. Hier haben ausgerissene Bäume. Na, ich will den ausgerissen haben. So, sehr schön. Dann können wir das doch ein wenig. Dafür verprassen. Hier ein bisschen was reinpumpen. Ein Katapult? Nein! Doch, ich hab's zerstört. Oder besser gesagt, meine Kreatur hat es zerstört. Gut, gut, gut. Kleine Bäume? Ich sehe keine kleinen Bäume. Hallo? Bäume? Haben wir gerade keinen Bock zu wachsen. Mal sehen. Da ist was. Ein kleiner Baum. Müsste jetzt eigentlich noch einer drumherum entstehen? Aha, gleich wieder vier. Dann haben wir auch wieder Wald zum Abholzen. Ja, noch ein bisschen mehr Wald. Noch ein bisschen mehr. Eigentlich ist es ja ungesund für Bäume so schnell zu wachsen, aber wenn es eben funktioniert, dann funktioniert es halt. Das ist eigentlich... Hey, nicht so. Ausklappern. Sehr schön. Immer die dicken Sechserhaken und dann geht das schon. Oh,
Oh, okay. Das wird sehr interessant. Eine verbundene Armee. Sehr schön. Die versohlen uns den Hintern, Boss. Ihre Nein, Kämpfe haben nicht. Unsere Kreatur gefällt. Werden sie nicht. Unsere Kreatur! Das ist schon mal sehen, wenn ich dran komme. Weil in der Nähe von meiner Kreatur versagt ja meine Faust dann immer ein bisschen. Okay, die andere Armee kommt schon. Ist jetzt nicht so cool. So, jetzt ist das alles mal geblitzt. Dann sollte es fast weg sein alles. Naja. Mal mehr, mal weniger. Mal sehen, wie lange wir hier da noch brauchen. 4000 und 6000. Die vernichten unser Volk! Dann können wir hier noch ein bisschen nachhelfen mit dem Holz. Die Schrift hat mich betrogen. Bringt mir das Buch des Krieges. Mal sehen. Und schlagt mir das Kapitel über Kampfbestien auf. Machen wir danach, wenn wir die gebaut haben. Oh ja, das wird die schon mal ein bisschen schwächen, damit meine Kreatur die klein kriegt. Oh yeah. Einen dicken Baum. Dennoch brauchst du zwei Heilwunde, um ein bisschen auf die Füße zu kommen. Das heißt, jetzt schon wieder vorne noch einen Baum holen. Ich hatte doch schon einen. Naja. Gut, hoffentlich kannst du die dann auch ordentlich platt machen. Sehr schön. Na, das läuft doch. Sich selbst heilen, logisch. Dann kriegen wir mal die Bogenschützen drauf. Das sollte meine Kreatur alles überleben. Von daher kann ich mich ja ein wenig mehr um die Sachen hier kümmern. Zum Beispiel dann die Uni und die Bäder, die wir da noch gebaut haben. Was soll's? Ist ja wurscht. Dass die Bogenschützen immer so weit auseinanderstehen, ist ein kleines Problem für meine Kreatur, aber kriegt man auch hin. Ja, das dürfen jetzt die letzten sein. Ich hoffe es zumindest mal. Einen haben wir noch gekriegt. Und der kriegt eine ganze Blitzladung ab. Das ist natürlich klasse. Na, den wirst du nicht unbedingt frühstücken, du wirst jetzt erstmal kämpfen. Na also genau, kämpft mal ein bisschen außerhalb, dann geht das schon klar. Oder lauf weg, das ist mir auch ziemlich egal. Mal sehen, ob man jetzt hier die Toten ein bisschen wegbekommen ist. Kann ich meine eigenen Leute dann am Ende ein bisschen besser sehen? Hoffe ich doch zumindest mal. Nein. Wäre ja blöd, eine Leiche mit. Mal sehen. Eigentlich müsste das recht demotivierend sein, seine Kameraden durch die Gegend fliegen zu sehen. Oh ja, meine Kreatur hat Hunger. Lasst sie die Wut unserer Armeen spüren! Oh, 0%. Größe 99 mittlerweile, 14 Jahre alt. Muskeln 97%, das ist ganz gut. Fitness, da haben wir es. 100%, das ist natürlich. Da kann sie sich auch mal ein bisschen Getreide